Hallo und herzlich willkommen zurück zu Control. Jawohl, wir sind letztes Mal auf dem Weg gewesen, um die Forschung zu finden, die Parapsychologie, und ich glaube, wir kommen dem schon sehr nahe. Jetzt haben wir allerdings noch ein bisschen was, was wir freischalten können vielleicht. Den Stich. Ach, okay, was macht der Stich? Stich ist präzise und feuert einen geladenen Schuss, der Rüstung und Gegner auf jede Entfernung durchstößt. Okay. Griff aufwerten. Das wäre mir fast noch lieber. Aber dafür brauchen wir bloß 10.000 Punkte. Oh, schwierig. Aber, ach nee, den kann ich eh noch nicht herstellen, weil da fehlt mir dieses Astralton. Keine Ahnung, was auch immer das sein sollte. Dann würde ich sagen, machen wir den Griff. Verstärken wir den Griff. Okay, jetzt haben wir einen zusätzlichen Slot dafür bekommen. Das ist schon mal nicht schlecht. Kann man noch irgendwas machen eigentlich? Ne, da kann man nichts. Okay, kann ich hier? Das bringt mir halt leider alles nichts, oder? Was heißt das denn eigentlich? Aktualisiert um neue zufällige Modifikation. Ah, okay. Ja, gut, was ist das? Einfach mal ein bisschen Feuerrate plus 16. Achso, okay. Gut. Alles klar. Das ist alles Bullshit. Das lassen wir mal weg. Jetzt gucken wir mal. Wir haben jetzt Schmetterer und den Griff. Warum ist das eigentlich umgedreht? Ich dachte, der Griff ist bei mir immer da. Nee, ist ja auch wurscht eigentlich. Also wir haben einmal einen Kopfschussschaden und was können wir denn hier nochmal einen Kopfschussschaden? 58, alter Schwede, dann können wir den ja mal austauschen, oder? So, dann nochmal den. Das ist die Feuerrate. Ja, ich würde eher gerne, dass es schneller nachlädt, oder? Was ist das denn? Munitionseffizienz. Ja, das ist schon okay. Was ist das? Nachladegeschwindigkeit plus 10%. Okay. Was ist das? Schaden bei niedrigem Leben plus 31%. Aber das könnte fast auch nicht schlecht sein. Was heißt denn niedriges Leben? Ab wie viel? Schadenschub. Generell mehr Schaden. Das ist auch okay eigentlich, ne? Na, no, dann, das ist ein Drittel mehr, das ist verdammt viel, dann machen wir das mal so. Können wir hier vielleicht noch das was, das austauschen, weil ich glaube, aktuell haben wir plus 2, das sind plus, wir haben aktuell plus 3 und das sind plus 2, das ist nicht so dolle. Was ist das? Schaden bei niedrigem Leben könnten wir nehmen, also das ist für alle denn gut. Was ist das für ein Zeichen? Rückstoß, okay. Schaden, ja komm, dann machen wir das mal. Was bringt uns das? Plus 23% Lebensregeneration. Ja, das ist schlechter wie das, was wir schon haben. Also können wir das auch gleich direkt zerlegen, dann ist das weg. Was ist das? Energieschub, Fluchteffizienz. Ja, ich bin also der Meinung, dass mit dem Leben, also ist glaube ich das Wichtigste für mich hier, Lebensregeneration. Und ja, die Energie ist okay, aber ja, nun gut. Hier. Ja gut, das ist alles egal. So, dann wollen wir mal gucken, was haben wir denn jetzt gerade für eine Waffe? Nein, den will ich natürlich nicht. Ich will den. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Kann man hier irgendwie was... Ne, hier kann man nichts aufsammeln oder... Ist das eine Map? Okay.
Sehr interessant. Was gibt's hier? Ah, da kann man wieder ein Video anschauen. Anfangs dachten wir, die Welt der Astralebene wäre subjektiv. Aber das stellte sich rasch als falsch heraus. Es ist ein realer Ort, kein Gedankenkonstrukt, obwohl wir sie in unserem Geist betreten und erleben. Aber dasselbe könnte man über die Realität auch sagen. Wir konnten Aufzeichnungen von der Astralebene machen, indem wir die Gehirnaktivität jener aufzeichneten, die sie erlebten. Das ist das einzig Greifbare, das wir von den Expeditionen in die Astralebene zurückgebracht haben. Mit einer schockierenden Ausnahme. In den Aufnahmen der Astralebene sind wir immer nahe der Pyramide. Daraus schließen wir, dass nur dieser Bereich vom Rad kontrolliert wird. In der Distanz konnten wir Bewegungen, einheimische Rassen sehen. Und doch haben sie Kontakt geschlossen. Wegen technischer Probleme haben wir keine Aufnahmen. Doch bei der Rückkehr eines Astralnauten hatte sich eine Gehirnwolke in seinem Kopf versteckt. Sie brach heraus und tötete den Patienten. Es ist ein gnadenloses Raubtier, verfolgt Gedanken, Gehirne und tötet jeden, an dem es sich nähert. Bei Kontakt müssen strenge Isolationsprotokolle eingehalten werden. Okay, eine Wolke. Na toll. Astralnauten. Ahaha. Ja, okay. Dann geht's weiter. Oh. Das ist wohl die Wolke, ne? Ich kann gar nicht glauben, dass sie dieses Ding hier halten. Was sollen wir denn mit dem Knopf da machen? Naja, das sieht so aus, als wenn ich mal wieder sterben könnte. Falls das passiert, werde ich den Vorspulmodus nutzen, ne? Oder kann das sein? Na komm, Wolki. Wolki? Geil. Ich hab's geschafft, sie einzusperren. Was hat er mit dem Ding gemacht? Okay. War doch einfacher, als ich dachte. Na gut. Ich glaube, ich muss es immer ankündigen, dass ich vorher sterbe. Und... Antworte doch, verdammt, wir brauchen hier unten Verstärkung. Dann klappt das schon. Ja, ich... Marshall, sind Sie noch da? Shit, wir sind so nah dran. Müssen wir uns beeilen. Was war denn jetzt los? Bei mir sind gerade alle USB-Ports ausgefallen.
Schon wieder? Alter, geht's noch? Ich habe so wenig Leben, ich glaube, ich werde wieder drauf gehen, ne? Raketenschuss und ich bin weg. Wo? Oh. Das ist ein bisschen Leben. Kann ich... Komm schon. Ah ja, minimal. Minimal hat es was gebracht. Na! Na komm! Alter, was... Das... Scheiß USB, was ist denn los? Und dann geht's noch nicht mal in den Pausemodus. Das ist echt sehr... kritisch. Nein, 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 nicht schon wieder. Schnell säubern. Immer noch mehr Gegner. Thank you.
Nein! Du willst mich verarschen, nicht? Unangenehm! So, und willkommen zurück. Ich weiß auch nicht, was gerade los war. Überall sind, oder immer wieder sind meine USB-Ports ausgefallen. Und somit hatte ich natürlich auch keine Kontrolle mehr über mein Gamepad. Und, ja, dann habt ihr ja gesehen, was passiert ist. Ich habe den Gegner so gut wie besiegt. Ja, und dann ist mein Gamepad ausgefallen. Also, darum habe ich die ganze Sache jetzt mal übersprungen und habe hier mal kurz nochmal aufgeräumt. Zum Glück musste man die Wolke nicht nochmal einsperren. Das hat er sich alles gemerkt, nur eben die Gegner hier musste ich nochmal platt machen. Und habe ich hier irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Darum Kontrollpunkt sichern. Oh, schön, ein geschnittenes Hirn. Ah, jetzt habe ich schon wieder 20.000 Punkte. Kann ich die in irgendwas investieren? Erstmal aufsammeln. Okay, neue Mission ist immer gut. Falls wir mal wieder nicht weiterkommen. Aufsammeln, alles aufsammeln, jawohl. Okay. Speichern wir mal geschwind zwischen und so. Gucken, kann man irgendwas machen? Nicht. Kann man irgendwie... nein. Das ist halt echt doof. Wie kann man sich eigentlich eben verbessern? Habe ich eigentlich hier was Neues? Oder habe ich das... Habe ich doch schon geguckt? Ja, natürlich. Ich habe das schon geguckt. Was ist das da? Okay, 12% weniger Energiekosten, wenn ich schleudere. Das wird halt auch immer wichtiger. Ja, Gegensprechanlage, da. Marshall, können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören. Wer sind Sie? Ich bin Jesse Faden. Ich komme, um zu helfen. Faden? Warten Sie, ich schicke Ihnen den Aufzug. Wir müssen reden. Da hat sie recht. Mehr von euch? Ernsthaft? Oh. Nicht mit mir! Aber jetzt ein bisschen... So langsam gibt es mehr Punkte. Was gibt's hier eigentlich noch? Was ist das? Ach, ich glaube, hier bin ich doch letztes Mal lang geklettert, oder? Hier bin ich hergekommen und dann da lang. Und diese Wand hat mir den Zugang versperrt, dass ich hier direkt lang konnte, ne? So war das. Oder? Oder laber ich Bullshit? Geht's hier lang? Ja, das ist... Genau. Ja. Das wackelt aber echt lange. Gruselig. So. Die guckt aber echt gruselig auch, oder? Voll der stiere Blick. Wow. Ich hab Schreck gekriegt. Willkommen in der Gruppe, Ma'am. Marshall ist gleich da hinten. Ma'am? Ich bin keine Ma'am. Damentoilette? Gibt's hier irgendwas? Und jetzt gehe ich mal als Frau auf die Herrentoilette. Oh, oh, oh. Da gibt's was. Hey, nicht schlafen. Hast du dich zu Tode geschissen oder was ist los? Gut. Marshall erwartet Sie im Glückslabor. Ja, hast du ja schon. Im Glückslabor, what?
Okay. Kann man da Lotto spielen? Noch ein Kontrollpunkt? Also jetzt übertreiben sie es aber ein bisschen, oder? Das war ein bisschen komisch, oder? Da hat sich ja gar nichts verändert. Okay. Luck and Probability. Okay. Ernsthaft, hier sind so viele bewaffnete Einheiten und ich muss das ganz alleine regeln? Was ist denn das für ein Mordsfisch? Was macht der hier? Lass mich durch, ich bin zu dem Fisch. Okay. Besteht der aus purem Gold oder? Und darum steht er hier im Glückslabor. Hoppala. Was ist das? Pflanze. Ah, gut, ich habe irgendwas gekrabbelt. Ah, okay. Jetzt habe ich ein vierblättriges Kleeblatt. Okay. Bringt mir das was? Habe ich jetzt mehr Glück? Da sind sie ja. Ich machte mir schon Sorgen. Oh, Granatwerfer. Kriege ich den? Kann ich mir den ausborgen? Gratulation zu Ihrer Ernennung, Direktorin Faden. Helen Marshall, Einsatzleiterin der Behörde. Zachariah ist also tot. Sie haben wohl seine Waffe gefunden. Nennen Sie mich Jesse. Trench sagte, ich soll sie finden. Sie könnten helfen. Und er sagte Ihnen das über die Hotline. Macht Sinn. Bei all dem bleibt sie so ruhig? Wirklich? So ist die Lage. Darling hat die HRV in einem Labor in der Nähe gemacht. Wenn wir überleben wollen, brauchen wir mehr davon. Aber meine Ranger können das Labor nicht allein verteidigen. Nicht gegen diese Dinger. Wir brauchen mehr Feuerkraft. Zumindest scheint sie zu wissen, was hier vor sich geht. Sie könnte auch von Dylan wissen. Ich kann das Zischen vertreiben. Ich bin ihre Feuerkraft. Eine gute Antwort. Testet sie mich? Darling hat Systeme zum Schutz seiner Labore. Damit sollten Sie daran vorbeikommen. Wir reden weiter, wenn Sie das Zischen beseitigt haben. Habe ich jetzt eine neue Karte bekommen? Ranger, lasst sie durch. Wir müssen die Tür hinter Ihnen schließen. Sorry, aber wir können nichts riskieren. Habe ich jetzt Zugriffsberechtigung Nummer 5, oder? Nee, das geht wahrscheinlich noch nicht, ne? Nee. Das wäre natürlich cool gewesen. Da gibt es bestimmt irgendwie geiles Stuff drin, oder? Was hat's denn hier alles noch? Oh, ich mag die Dinger. Klonk, klonk. Okay. Nett, nett. Gibt's hier noch irgendwas, was ich anstupsen kann, oder? Ein Hufeisen. Das verstehe ich jetzt. Aha. Okay. Keine Sorge, die ist bereits weg, seit ihr hier arbeitest. Das soll Glück auffangen und das andere, wenn es nach unten zeigt, dann fällt es raus, oder was? Was ist jetzt gut? Also, okay. Und warum eigentlich ein Hufeisen? Was hat das denn damit zu tun? Warum soll ein Hufeisen Glück bringen? Ich kapiere es bis jetzt noch nicht. Was gibt's hier? Wenn es etwas gibt, das unser Glück verbessert, sollten wir es probieren. Die könnten auch mal neue Rechner anschaffen, oder? Ah, eine Winkelkatze. Donk. Donk. Schön, schön, schön. Die soll man ja, glaube ich, mit dem Gesicht nach draußen eigentlich zeigen lassen, denn, damit sich das Glück reinwinkt. Also normalerweise stellt man, also dann hat man zwar wenig davon, aber soweit ich weiß, stellt man die eben mit dem Gesicht nach draußen ans Fenster. Also, ja. Irgendjemand was von Salvador gehört? Zuletzt hat er ein Sicherheitsteam in die Isolation geführt. Soll ich jetzt schon weitergehen oder soll ich jetzt erstmal lieber... Ja, komm. Ich gehe erstmal kurz speichern. Hier. Zack. Gespeichert. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.